Jede Woche wird in Deutschland ein Mensch entführt. Ein besonders arglistiger Fall von Entführung beschäftigt heute die Beamten und beendet abrupt die Pause von Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissar Olaf Kretschmer. Ja, hallo, hier ist die Polizei Duisburg. Hauptkommissar Schwarz, was gibt's? Ich verfolge gerade ein rotes Fahrzeug, da ist meine Freundin entführt worden. Ich bin im weißen PKW dahinter. Ich versuche gerade sie zu verfolgen. Ich bin jetzt wo bin ich denn? Hier am Baggersee. Ich glaube, das heißt da Kruppsee oder so. Kommen Sie schnell, bitte. Ja, 1726 hat mit und sind unterwegs. Verstanden. Also ein silbernes und ein rotes Auto. Silbernes, rotes Auto? Hat er gesagt, Fabrikat oder was? Guck mal da vorne. Oh. Ey, da geht schon ab. Das sind die doch. Ja. Was macht der denn? Ist der bekloppt? Wie fährt der denn? Pass mal, vorsichtig. Wir drängen dem voll. Ey, was ist das denn? Was machen die denn da? Ich komme von 1726. Oh, das geht. Nicht. Egon von 1726. Alter, der Funglück. Egon, ja? Wir bauen RTW. Hallo. Hallo. Hallo, alles gut? Alles gut? Ja, meine Freundin ist da drin. In dem roten Auto soll die entführte Frau sein. Der Fahrer ist bewusstlos. Während sich das Rettungsteam um ihn kümmert, sucht Paul Schwarz nach dem Entführungsopfer und findet es im Kofferraum. Also, wir könnten ihn eigentlich so rausziehen. Ich würde sagen, vorher ein Stiffneck bitte irgendwas sagen, wie Sie hier reingekommen sind. Wissen Sie, Ihr Freund hat uns nämlich benachrichtigt, dass Sie entführt worden sind. Und ich wollte meinen Müll rausbringen. Und jetzt sitzen Sie im Auto und liegen im Auto. Kam so ein Mann. Sie fängt gerade an, was zu erzählen. Sie wollten Müll raus. Müll rausbringen wollte sie und dann, oh Mann, hätte sie angeblich dann irgendwie ins Auto gezahlt. Er war so stark, ich... Das ist doch kein Zufall. Das ist doch nicht zufällig, dass jemand... Ich konnte mich nicht wehren. Ja? Sie sind doch kein Zufallsopfer, das muss doch... Großer Mann. Ja. Neben der Suche nach dem Tatmotiv gilt es auch, die Beziehungen zwischen den Unfallbeteiligten zu klären. Die Kommissare wissen aus Erfahrung, dass Entführungen selten zufällig geschehen. So, Sie sind Herr... Christian... Jenik. Haben Sie einen Ausweis für mich? Ja. So, jetzt mal ganz kurz. Wer ist die verunfallte Dame im Auto? Das ist meine Freundin. Ihre Freundin? Ja. Die heißt wie? Jennifer Heinrich. Jennifer Heinrich. Herr Jäger, wir brauchen ein bisschen Input, sonst können wir hier den Sachverhalt nicht klar. Ja. Was ist denn passiert? Ich war mit meinem Bruder unterwegs gewesen. Sie sind die Schwester? Ich bin sein. Haben Sie auch mal einen Ausweis für mich? Danke. Und wir sind dann zu ihm nach Hause und da haben wir gesehen, wie... Zu wem nach Hause? Zu meinem Bruder, zu Christian. Okay, ja, okay. Und Sie haben gesehen, wie er sie in den Wagen gezogen hat? Ja. Schau mal kurz den Ausweis. Wir haben gesehen, wie er sie in den Wagen gezogen hat. Er hatte eine Maske auf. Ja. Und wir sind dann gleich in sein Auto eingestiegen und sind hinterher. Wir haben den dann verfolgt. Weil wir haben uns ja total die Sorgen um Jennifer gemacht. Mhm. Laut dem Geschwisterpärchen ist die Dame beim Wohnsitz des Anrufers oder des Verfolgers ins Fahrzeug gezogen worden und einfach verschleppt worden. Man weiß jetzt bis jetzt noch nicht warum. Da muss es doch irgendwo... 020178. Hast du nicht eine SMS gekriegt? Sondern so eine Droh-SMS? Die andere von Heinz. Jennifer. Ja, Heinrich. Von meinem zukünftigen Ex-Schwiegervater habe ich eine SMS bekommen. Von Heinz. Sie haben eine SMS von Ihrem Schwiegervater bekommen. Aber mein zukünftigen Ex-Schwiegervater. Ich habe eine Scheidung eingereicht. Ja. Und damit ist er überhaupt gar nicht einverstanden, dass ich mich jetzt trenne. Und, der hat ja einen wahnsinnigen Aufstand gemacht. Der ist so ein bisschen cholerisch veranlagt. Der würde doch ganz ausgerastet. 1726 hört. Einen Moment, ganz kurz. Ja, zu sehr männlichen Personen habe ich hier einige Einträge KV. Die Dame, also ich hatte hier nur eine Dame, die müsste geboren sein. 41, passt das? Nee, da ist sie viel jünger. Nein, sie ist viel jünger. Das ist sie nicht. Die taucht bei uns im System nicht auf. Ist sie gar nicht in Deutschland gemeldet? Oder? Also bei uns, wir kriegen alle Daten, wenn jemand in Deutschland ist. Das weiß ich nicht. Darüber haben wir uns ehrlich gesagt jetzt in den 2 Monaten nicht unterhalten. Den Ermittlern erscheint es ungewöhnlich, dass die Entführte nirgends gemeldet ist. Auf Nachfrage hat die verletzte Frau allerdings zunächst eine einfache Erklärung. Jennifer. Sie heißen Heinrich mit Familiennamen, ja? Jennifer Heinrich. Wie geht's dir denn? Nicht so gut. Wir haben eine Abfrage gemacht, haben festgestellt, Sie sind hier nirgendwo gemeldet. Ah ja, das kann daran liegen, dass ich mich noch nicht umgemeldet habe. Ja, das wollten wir noch machen. Ich komme eigentlich aus Graz, Österreich. Graz, Österreich. Du sagtest mir, du kommst aus Bochum, Schatz.
Das liegt daran, dass ich die letzten Wochen bei einer Freundin gewohnt habe. Wir haben dann über die Leitstelle gebeten, die österreichischen Kollegen zu kontaktieren, um die Identität der Person mit vielleicht auch mit einer Bildvorlage, die sie uns zuschicken, zu überprüfen. Wie schnell das geht, auch im heutigen Zeitalter, lässt sich jetzt nicht genau sagen. Wir hoffen aber, dass es ziemlich zeitnah geschieht. Können Sie mir eventuell mal eben Ihr Handy zeigen? Ja. Ihre Schwester sagt gerade, es gab irgendwie eine Droh-SMS oder irgendwas? Ja, Moment. Du hast einen großen Fehler gemacht, das wirst du noch bereuen. Bitte die SMS nicht löschen, ne? Ja, ist das kann okay. auch wichtig Mach sein, ich. Okay? Mhm. Gut. Ja. Glauben Sie denn, dass da irgendwie was... was ich habe keine Ahnung. Nix? Das ist irgendwie, dass Ihr Schwiegervater dahinter steckt oder irgendwas? Könnte sein. Also der terrorisiert mich schon seit einer Weile. Wie heißt der? Hey, was ist denn da los? Was? Die Kiste brennt. Weg, 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 weg! Der Fahrzeugbrand, offenbar als Folge des Verkehrsunfalls, liefert neue, aufschlussreiche Beweise. Ein Umschlag in der Fahrertür erhärtet den Verdacht der Beamten auf eine gezielte Entführung. Hast du was gefunden? Ja. Ich hab's. Das ist er doch. Das ist, das ist hier der Herr Jäger. Ja. Der Müller. Ja. Wieso liegt. Das lag im Fahrzeug drin vorne, Handschuhfach oder beim Aufprall irgendwo hingeflogen. Nachdem ich den Motorraum so weit wie möglich gelöscht hatte, habe ich nochmal einen Nachschau gehalten im Innenraum, weil es dort auch angefangen hat zu brennen. Dabei ist mir dann ein Umschlag aufgefallen mit folgendem Inhalt: ein Foto von dem Melder und 500 Euro in 50-Euro-Scheinen. Wir konnten uns in dem Moment noch keinen Reim drauf machen, aber die Sache wurde dann doch etwas erhellt durch manche Aussagen, die wir dann noch bekommen haben. Das sind Sie doch, oder? Ja, das bin ich, ja. Wie kommt das Ding in den Umschlag mit Geldscheinen? Ich habe keine Ahnung. Das sind mindestens 600 Euro, 500, 600 Euro sind das mindestens. Keine Ahnung? Nee. Kann das vielleicht doch der Schwiegervater sein? Du, ich habe keine Ahnung. Ja, das macht natürlich einen Sinn. Wenn der Schwiegervater sauber auf ihn ist, ja. Packt da eventuell hier das Foto und sagt hier, ja. Entführe die Freundin von ihm oder so, dass sie um ihm eins ausführen. Ja, denke ich mal. Fahren wir erstmal jetzt zur Dienststelle, nehmen den Kram mit, lassen den Schwiegervater vorladen oder holen den Jetzt macht die ganze Geschichte auch ein bisschen Sinn. Ja. Gut. Eigentlich schon. Alles klar. Der Entführer und sein Opfer werden ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten vermuten aufgrund der Sachlage, dass der noch Schwiegervater die neue Freundin entführen wollte. Während der Melder gebeten wird, die fehlenden Ausweisdokumente seiner Freundin auf die Wache zu bringen, übernehmen dort Kriminalhauptkommissar Holger Hansen und Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens die Ermittlungen. Hier werden der Schwiegervater und seine Tochter, die Noch-Ehefrau, befragt. Du hast einen großen Fehler gemacht, das wirst du noch bereuen. Ja, diese SMS, ist das richtig? Das stimmt. Die haben Sie abgeschickt, ja? Da stehe ich zu, ja, das stimmt, da stehe ich zu. Ich sage auch warum. Ja, hallo? Wieso? Er hat meine Tochter sitzen lassen, nur weil sie keine Kinder bekommt. Als sie das erfahren hat, ist er abgehauen. Das gehört doch gar nicht. Und was ist? Ich hab dir gesagt, er hatte eine andere. Nein, und siehe da, er hatte eine andere. Das ist zwischen mir und ihm, das muss doch nicht jeder wissen. Also ich war ja in Mathe nicht so gut, aber wenn Sie jetzt selbst eins und eins zusammenzählen können mit dieser SMS und der, was heute vorgefallen ist, und im Fahrzeug sind auch noch 500 Euro gefunden worden, im Entführerfahrzeug, und ein Bild von Ihrem Noch-Schwiegersohn. Ja. Machen wir uns noch nicht die Gedanken oder vermuten, dass Sie möglicherweise damit was zu tun haben, um ihm eins auszuwischen? Also, die SMS habe ich geschrieben, aber mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Das Bild weiß ich, wo es her hat. Vielleicht war es noch ein Hochzeitsbild von dir damals, wo ich mit drauf war. Kann ich mir nicht anders erklären. Mit solchen Situationen haben wir bei der Polizei, auch bei der Kripo, bei Vernehmungen natürlich oder leider häufiger zu tun. Und wir haben dann große Schwierigkeiten, mit denen vernünftig zu sprechen. Hier war zwar zum Glück die Tochter beruhigend an seiner Seite, aber dennoch ist es für uns dann schwierig zu glauben oder richtig zu glauben zu können, sagt er uns die Wahrheit oder hat er mit der Sache doch was zu tun. Also ja. wir haben ihn hergeholt, weil die Identität vom Opfer noch nicht klar war. Ja, und klar. Deswegen sollte er mal nach den Papieren gucken. Und haben Sie was bei rausgekommen? Ich habe gar nichts gefunden, ich habe alles durchsucht. Ich komme auch Ihre Jacke, die Handtaschen. Aber was ich gefunden habe im Briefkasten, war das hier. Kein Ausweis, kein gar nichts. Gar nichts. Ich habe nur diesen Zettel bei mir im Briefkasten gefunden. Und das hat mich jetzt ganz irritiert. Zahle 20.000 Euro, wenn du deine Freundin wiedersehen willst. Keine Polizei oder du kannst deine Freundin vergessen. Yeah. Den Zettel haben Sie zu Hause jetzt gefunden. Zu Hause gefunden im Briefkasten. Ja. Dann war die ganze Entführung geplant. Der muss vorher den Zettel reingeschmissen haben. Ja, da können wir von ausgehen. Ja, so wie es aussieht, ja. Wann haben Sie die denn kennengelernt, Ihre Freundin? Hat die irgendwelche Feinde gehabt,
dass Sie sagen, also, irgendwas, Sie würden es jemandem zutrauen und haben Sie Feinde, der Ihnen auswischen will? Also, ich habe sie ungefähr vor 8 Wochen, 2 Monaten in der Disco kennengelernt. Da war sie mit einer Freundin und wir haben uns in die Augen geschaut, war sofort verliebt gewesen, bei ihr hat es auch gefunkelt. Ja. Sie hat so ein süßes Muttermal da an der Seite. Muttermal. Und das fand ich so süß und da hat es bei mir sofort gefunkt und Schmetterlinge pur. Also alles prima. Alles super, Alles okay, danke. Ganz kurz. Aber die Freundin, die Freunde habe ich nicht weiter gesehen. Also, habe ich seitdem gar nicht mehr gesehen. Ja, ich hatte nur Kontakt mit Jenny gehabt. Da die Lösegeldforderung offenbar vor der Entführung gestellt wurde, sind die Beamten misstrauisch. Zudem ist die Identität der Entführten nicht abschließend geklärt. Die Ermittler verlegen ihren Fokus vom Täter zum Opfer und recherchieren im polizeilichen Fahndungs- und Auskunftssystem nach der Frau. Ein kluger Schachzug. Gib mal eine Maske ein, die weiblich. Warte mal. Kannst auch, können wir ja mit Kreuzen machen. Nee. Guck mal, das ist ja... Größe ca. 1,60 und was war die? Um die 20, ja, möglicherweise. Ja, mal sehen. Ich muss mal gucken, gucken, gucken. Mal sehen, was er da rausspuckt. Da haben wir was. Das Ding ist da. Das ist sie. Das ist sie? Müsste sie sein, ja. Wenn sie heute Morgen im Wagen liegen gesehen hat, ja, ich habe mit ihr versucht zu unterhalten. Die hat aber nur 2 Alias-Personalien hinterlegt. Ja, was haben wir denn hier? Kerschner und Feinbier. Das soll ich, den Freund noch mal holen? Aber wenn du sie schon identifizierst, aber ich hole ihn mal rüber. Ja, die soll mal gucken, die beiden. Klar, selber, dann wird sie etwas besser kennen. Die Beamten informieren den geschockten Partner. Nach seiner Freundin wird bereits in 2 weiteren Fällen wegen vorgetäuschter Entführung mit Lösegeldforderung gefahndet. Und auch von den Kollegen aus Österreich gibt es neue Informationen. Folgendes, mit der Personenbeschreibung, also mit den Namen konnten sie nichts anfangen, ne, die wir bei uns hier einliegen haben. Ja, das ist wundert uns ja. Aber mit der Personenbeschreibung haben die eine Person in Österreich, die sich Vanessa Berg nennt. Vanessa Berg. So, das wäre der vierte Name. Vierte Person. Ja. Dieses junge Mädchen, sage ich mal, zu damaligen Zeiten, ist mit ihrer Schwester als Waise, die Eltern sind verstorben, nach Deutschland verbracht worden. Warum auch immer, weil die Eltern höchstwahrscheinlich, so wie ich das die Kollegen da verstanden habe, aus Deutschland stammten, übergesiedelt sind nach Österreich, nach Deutschland verbracht worden in Waisenhaus. Ja. Dort sind sie vor circa 10 Jahren abgebüxt. Weg. Spurlos verschwunden. Hier, dann habt ihr schon mal eine Streife dahin geschickt zu dem Krankenhaus, weil ich denke mal, dass unsere Vanessa Berg möglicherweise wir hatten heute Morgen die Kollegen nämlich hingeschickt wegen dem Unfallfahrer, weil er für uns ja erst noch der Tatverdächtige war. Wenn der wieder wach wird, dass sie den vernehmen können. Ja, genau. Also es müsste sich eigentlich noch eine Streife im Krankenhaus aufhalten. Wollen wir mal gucken, einer drüben, ob wir vielleicht, wenn die vermisst sind, ob wir in der vermissten Datei noch welche drin haben? Ja. Die müssen ja noch drin sein. Die waren ja wahrscheinlich minderjährig, dann vor 10 Jahren. Dann können wir die Bilder mal gucken. Vielleicht. Die müssen ja noch drin sein, ne? Genau. Das schon noch nicht in der Zeit. Soll ich mal kurz gucken? Ja. Guck du mal alles vielleicht. Dann, weil die müssen ja möglicherweise in der Datei noch drin sein. Dann können wir Namen von Schwester mussten die komischerweise nicht. Ne? Tatsächlich findet Holger Hansen die Gesuchte und ihre Schwester in der vermissten Datei. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse, denn das vermeintliche Entführungsopfer ist aus dem Krankenhaus geflohen. Der Anruf eines Tankstellenbesitzers liefert allerdings schnell eine brauchbare Spur und bestätigt die hochgradig kriminelle Energie der Gesuchten. Gerade Tankstelle angerufen, Überfall, Diebstahl, also mehr oder weniger Diebstahl, kein Überfall, 2 junge Mädels. Was heißt, jetzt bringe ich nichts mit zur Sache, das ist egal. Eine von denen hat einen Halskrause an. Halskrause? Hatte die nicht heute Morgen? Die heute Morgen hat er auch von den RTW-Leuten doch einen Stiffneck angezogen. Ja, hat die Personenbeschreibung irgendwas gesagt, der Tankstellenmensch? Nee, nur das eben zwei, ja, das ging so schnell, die sind rein, was gemaust. Und ihm ist nur aufgefallen, dass er eben beim Laufen diesen Stiffneck, den die noch anhatte, dass er das Ding noch anhatte, das Gelbe, was heute Morgen bei dem RTW vor. Müssen wir auf jeden Fall mal eine Fahndung nach der rausgeben sofort, oder? Mit Halskrause dürfte man ja leicht zu erkennen sein. Ja. Da die beiden Frauen nach dem Diebstahl zu Fuß geflohen sind und die Tankstelle unweit der Wache liegt, rücken die Polizeibeamten umgehend in Richtung Tatort aus. Durch akribische Polizeiarbeit gelingt es den Kommissaren, den Suchradius nach den Flüchtigen einzugrenzen. Am Abend der Fahndungserfolg. Hallo. Wir haben im Wald eine Entdeckung gemacht, da hinten ist eine Hütte. Ja. So. 300-400 Meter von hier weg. Ja. 2 weibliche Personen drin gesehen. Jetzt gehen wir mal möglichst gedeckt, wie auch immer das möglich ist, im Dunkeln da runter und werden uns die Hütte mal näher betrachten. Also die und die zwei. Echt, ist echt schlecht, Zuwegung. Ja, okay. Ja. Gut, dann gehen wir los. Erstmal runter. Gut. Halt, Polizei! Lassen Sie die Waffe fallen! Hier ist die Polizei! Lass erst meine Schwester
Lassen Sie die Waffe fallen! Polizei! Die Waffe runter! Polizei! Die Waffe runter, Ihrer Schwester passiert nicht! Die Polizei ist hier! Sprechen Sie hier mit mir, die Waffe runter! Ihre Polizei, bitte! Auf Boot, los! Runter! Runter! Ich hab sie! Hast du? Nachdem wir die Festnahme dann glücklich durchgeführt hatten, war die Lage da an der Hütte zunächst mal geklärt, aber ja nicht endgültig. Die weitere Klärung des Falls war dann auf jeden Fall an den Autos, an unseren Dienstautos durchzuführen. Denn wir wussten ja nicht, was möglicherweise an der Hütte vielleicht noch auf uns wartet. Möglicherweise weitere Mittäter, Kontaktpersonen, die rund um die Hütte noch versteckt sind, sich nähern, uns weiter bedrohen können und so weiter und so weiter. Insofern mussten wir uns von da entfernen in den sicheren Bereich auf die Straße zu unseren Autos. Übrigens ist Ihr Freund oder wahrscheinlich jetzt Ex-Freund auch hier. Was soll das? Was machst du? Hören Sie mal zu, ich glaube, Ihre vermutlich jetzt Ex-Freundin wird das Ganze jetzt hier mal aufklären. Ich habe dich nur ausgenutzt. Nee, kann nicht sein. Das gibt's doch nicht, oder? Du sagtest, du liebst mich. Als ich dich im Club kennengelernt habe, da war mir klar, dass du viel Kohle hast. Du hast mir direkt... Ja, und? Du hast mein Herz erobert gehabt. Was soll das? Was fällt dir ein, so eine Scheiße abzuziehen? Das ist echt das Allerletzte. Guck mal, ja. Guck mal bitte. Sind das Ihre Perücken? Ja. Guck dir das mal an. Was ist das denn da? Ja. Sieht nach Perücken aus, ne? Das Einzige, was die beiden Mädels in der Hütte dabei haben, waren zwei kleine Reisekoffer. Die haben weiter nichts hingegeben, ein bisschen Wäsche fürs Nötigste. Interessant war, in dem einen Koffer befanden sich mehrere Perücken, die offenbar bei den Straftätern häufig eingesetzt wurden. Insofern schließt sich da das Bild. Andere Sachen in den Koffern, Wertgegenstände, Waffen, Sonstiges haben wir hier nicht gefunden. War das Erpresserschreiben auch von Ihnen? Ja, es, wie oft es haben ist Sie das eigentlich denn? Alles perfekt gelaufen. Ich meine. Was sagen Sie denn dazu? Nix? Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Sie wissen doch schon alles. Er war Inhaber einer Elektrofirma. Das war einfach der perfekte Mann für uns. Sei froh, dass du sowas los bist. Echt, also muss ich sagen. Eigentlich habe ich nur noch auf den perfekten Augenblick gewartet, um die Entführung zu inszenieren. Wäre ja fast gut gegangen. Ja, aber nur fast. Kai Neuwald, den haben wir engagiert. Der ist im Krankenhaus. War nur doof, dass der Unfall halt vorher passiert war. Das hat das alles wohl ins Rollen gebracht. Ja? Damit konnte ja echt keiner rechnen. Ich weiß nicht, wir haben dieses Mal nicht genug nachgedacht. Das war immer gut, sehr gut gegangen. Wissen Sie was? Sie haben aber jetzt im Streifenwagen lang genug Zeit nachzudenken. Und zwar, was uns auf der Dienststelle erzählen. Die beiden Frauen müssen aufgrund mehrfachen Betrugs, Vortäuschens einer Straftat und versuchter Erpressung mit einer Haftstrafe rechnen. Ihr Komplize muss sich ebenfalls wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Der betrogene Freund fand Trost bei seiner Familie und hat den Schock mittlerweile überwunden.